vorm Rennen. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst in Efrek gedreht. Die Kormoräne, Phalacrocorax, sind eine Gattung aus der Ordnung der Ruderfüßer, Pelicaniformes. Die Gattung wird in eine eigene Familie, Phalacrocorachidae, gestellt. Es handelt sich um mittelgroße bis große Wasservögel, die in Kolonien brüten und nach unterschiedlichen Quellen mit 26 bis 43 Arten weltweit verbreitet sind. Tragen die Vögel einen Federschopf, werden sie als Scharben, sonst als Kormoräne, bezeichnet, doch entspricht diese Einteilung nicht den tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnissen. Im Volksmund heißen diese Vögel auch Seeraben oder Meerraben. Der Name Kormoran ist entsprechend aus dem lateinischen Corvus marinus, Meerrabe, abgeleitet. Eckige Klammer auf. Kormoräne sind mittelgroße bis große, schwer gebaute Wasservögel. Ihre Körperlänge variiert zwischen 0,45 und 1,0 Meter, das Gewicht zwischen 360 und 2800 Gramm, bei der Galapagos-Scharbe bis 4000 Gramm. Es gibt zwei Färbungstypen, eine Reihe von Arten ist einfarbig schwarz oder dunkelbraun, wobei das Gefieder oft, insbesondere während der Brutzeit, metallisch glänzt. Bei der zweiten Färbungsvariante ist nur die Oberseite dunkel, die Unterseite aber weiß. Zweifarbige Arten sind auf der Südhalbkugel verbreiteter, weitgehend einfarbige auf der Nordhalbkugel. Manchmal kommen beide Färbungsvarianten innerhalb einer Art vor, beispielsweise bei der Kräuselscharbe und der Stiefartscharbe, die jeweils ein- und zweifarbige Morphen aufweisen. Einen auffälligen Geschlechtsdimorphismus gibt es nicht. Allerdings sind Männchen im Schnitt größer und schwerer als Weibchen. Im Jugendgefieder sind Kormoräne graubraun, wobei die Unterseite etwas blasser sein kann. Bei zweifarbigen Arten zeigen bereits juvenile Individuen eine entsprechende Verteilung von helleren und dunkleren Brauntönen, die aber noch nicht so deutlich voneinander abgesetzt sind. Zur Brutzeit nehmen die unbefiederten Hautparteien an der Kehle und im Gesicht sowie der Schnabel oft leuchtende, meist rote oder orange Farben an. Ist ein Schopf oder eine Haube vorhanden, sind diese im Prachtkleid ebenso wie eventuelle Schmuckfedern an anderen Körperparteien deutlich verlängert. Oft wird zudem die gesamte Gefiederfarbe glänzender und kräftiger. Kormoräne haben einen langen Hals und einen ziemlich langen, keilförmigen Schwanz. Wie alle Ruderfüßer haben sie einen dehnbaren Kehlsack, in dem Fische vor dem Schlucken verwahrt werden können. Der Schnabel ist lang, relativ hoch und an der Spitze scharf hakenförmig gebogen. Die Nasenöffnungen sind verwachsen. Die Beine setzen weit hinten am Körper an und ermöglichen an Land nur einen unbeholfen wirkenden, watschelnden oder hüpfenden Gang. Die Füße sind vierzählig und mit Schwimmhäuten versehen, wie es für die Ruderfüßer typisch ist. Im Wasser bewegen sich Kormoräne sehr gewandt, wobei die kräftigen Füße als Antrieb genutzt werden. Beim Tauchen werden beide Beine gleichzeitig und parallel als Paddel eingesetzt. Die Flügel sind dabei meist dicht am Körper angelegt, der Schwanz dient als Ruder. Das dichte, wenig pneumatische Skelett ist wesentlich schwerer als das der verwandten Pelikane. Das verringert den Auftrieb und so können Kormoräne schnell und mit geringem Energieaufwand größere Tiefen erreichen. Tauchgänge dauern für gewöhnlich 20 bis 40 Sekunden. Die längste gesicherte Tauchdauer betrug 95 Sekunden bei einer Krähenscharbe. Die Tauchtiefen sind bei den Arten sehr unterschiedlich. Viele kleine Arten gehen nie tiefer als 10 Meter, während die Makuari und die Pinselscharbe bis zu 50 Meter tief tauchen können. Die Flügel sind relativ kurz, leicht gerundet und werden im Flug im Handgelenk meist stark gewinkelt. Die Flügelschläge sind kräftig und fordernd. Kormoräne können nur unter günstigen Bedingungen aufkreisen und gleiten. Die Fluggeschwindigkeit kann bis zu 80 km pro Stunde betragen. Zum Auffliegen müssen Kormoräne eine lange Strecke über die Wasseroberfläche laufen, ehe sie abheben können. Die Landung erfolgt aufrecht, mit gefächertem Schwanz und vorgestreckten Füßen.
Kormoränne landen auch geschickt am Boden, auf Ästen oder Felsklippen. Die Flügelspannweite beträgt bei den flugfähigen Arten 80 bis 160 cm. Eine Art, die Galapagos-Scharbe, ist flugunfähig. Ihre Flügel sind stark reduziert. Kormoränne sind auf allen Kontinenten außer der Antarktika verbreitet. Die größte Artenvielfalt besteht in den Tropen und in der südlichen gemäßigten Zone. Kormoränne fehlen in Zentral- und Nordasien, in weiten Teilen Kanadas und in kontinentalen, ariden Großregionen. Unter den Kormorännen gibt es viele Endemiten, die ausschließlich auf kleinen Inseln vorkommen, darunter die Galapagos-Scharbe, der Socotra-Kormoran und die Chatham-Skarbe. Auf vielen subantarktischen Inseln gibt es weitere Beispiele. Andere Arten haben hingegen extrem große Verbreitungsgebiete, so ist der gemeine Kormoran beinahe ein Kosmopolit. Man findet sie sowohl an Meeresküsten als auch an Binnengewässern. Manche Arten leben ausschließlich im Binnenland, andere ausschließlich an Küsten und weitere haben beide Lebensräume gleichermaßen besiedelt. Die küstenbewohnenden Arten finden sich stets in der Nähe des Festlands und niemals auf dem offenen Meer. Im Binnenland bevorzugen die meisten Arten ebene Gegenden. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist hier die Olivenscharbe, die in den Anden selbst noch an Seen in 5000 Metern Höhe lebt. Die meisten Kormoränne sind Standvögel, manche sind Strichvögel und nur wenige Zugvögel. Vor allem die Kormoränne der kaltgemäßigten Zonen der Nordhalbkugel ziehen im Winter oft südwärts. So ist der gemeine Kormoran ein Teilzieher. Alle Kormoränne sind tagaktiv und gehen nur zur Nahrungssuche ins Wasser. Im Gegensatz zu vielen anderen Wasservögeln ruhen sie nicht auf dem Wasser, sondern stets auf dem Land. Hier suchen sie sich erhöhte Plätze wie Felsen, Äste oder Zaunpfähle, bei den küstenbewohnenden Arten oft auch Vorsprünge in steilen Klippen. Manche Arten rasten auch auf Bäumen oder Hochspannungsleitungen. Regelmäßig fetten Kormoränne ihr Gefieder mit dem Sekret der Bürteldrüse ein. Die oft verbreitete Behauptung, dass Kormoränne keine Bürteldrüse hätten, ist unwahr. Dennoch nehmen die Federn aufgrund ihrer Struktur Wasser auf, was den Auftrieb weiter verringert. Wenn Kormoränne das Wasser verlassen und einen Ruheplatz aufgesucht haben, schütteln sie zunächst ihr Gefieder. Dann breiten sie die Flügel aus und bleiben regungslos sitzen. Während einst zahlreiche Theorien entworfen wurden, welchen Zweck das Flügelspreizen erfüllt, gehen die Experten heute überwiegend davon aus, dass es den alleinigen Zweck hat, die nassen Gefiederteile schneller trocknen zu lassen. Eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu. Nur bei den in polaren Regionen lebenden Arten findet man dieses Verhalten nicht, da es zu einem zu starken Verlust der Körperwärme führen würde. Die Vertreter dieser Familie sind in erster Linie Fischfresser. Manche Arten ernähren sich zusätzlich von weiteren Wassertieren wie Kopffüßern, Schnecken, Muscheln, Krebstieren und Würmern sowie, selten, Amphibien und Reptilien. Nur bei der Heerscharbe machen Wirbellose den Hauptanteil an der Nahrung aus, alle anderen Arten ernähren sich zu mindestens 50% von Fisch, viele sogar ausschließlich. Meistens werden kleine Fische zwischen 5 und 25 cm Länge erbeutet, nur selten auch größere bis zu 60 cm. Unverdaulichen Teile wie Gräten und Schuppen werden einmal täglich als Gewölle ausgewirkt. Zur Jagd tauchen Kormoränne von der Oberfläche geradlinig nach unten oder mit einem kleinen Kopfsprung vorwärts. Die Beute wird dann aktiv verfolgt, mit dem Schnabel erbeutet und zur Oberfläche gebracht. Gewöhnlich erfolgt die Fischjagd allein, doch manche Arten, zum Beispiel die Schwarzgesichtscharbe, finden sich hierzu in Gruppen zusammen, die die Fische zunächst einkreisen. Kormoränne nisten gewöhnlich in Kolonien, deren Größe je nach Art von unter 10 bis zu 100.000 Paaren reichen kann.